Wie schreibe ich eigentlich gute wissenschaftliche Texte? Vielleicht schreibst du gerade deine erste Seminararbeit oder auch schon deine Bachelor- oder Masterarbeit. In diesem Video zeige ich dir dazu 5 Tipps, mit denen du deinen wissenschaftlichen Schreibstil verbessern kannst. Ich bin Bijan und ich helfe Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden dabei, bessere Lernerfolge zu erzielen. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. In diesem Video möchte ich vor allem Tipps weitergeben, die dabei helfen, einen besseren Schreibstil zu entwickeln. Gegebenenfalls machen wir auch noch mal einen zweiten Teil dazu, in dem es mehr darum geht, wie man jetzt den richtigen Inhalt findet. Fangen wir auch direkt an, und zwar mit Tipp Nummer 1, und zwar variiere bei der Wortwahl. Sicherlich kennst du auch diese Texte, in denen eine Autorin oder ein Autor immer wieder dieselben Worte benutzt. Und auf Dauer ist das wirklich sehr unangenehm zu lesen. Also man merkt wirklich, man liest dort nicht gerne mit. Das heißt, auch du solltest bei deiner Bachelor- oder Masterarbeit jetzt beispielsweise beachten, dass du unterschiedliche Wörter verwendest. Und dabei kann es zum Beispiel auch helfen, einfach Synonyme zu verwenden. Ein Beispiel, wo du einfach Synonyme finden kannst, ist auf Open Thesaurus oder auch auf Voxicon. Das sind ja Internetseiten, da könnt ihr einfach ein Wort eingeben und findet dann direkt verschiedene Synonyme, die dafür passen könnten. Außerdem bietet es sich natürlich an, viele wissenschaftliche Texte insgesamt zu lesen, denn da kriegt man schon ein gutes Gespür dafür, welche Formulierungen gut geeignet sind und kann sich dann eben auch passende Formulierungen bei anderen abgucken. Insgesamt kann man so also seinen eigenen Wortschatz erweitern und das eben auch für seine wissenschaftlichen Arbeiten nutzen. Als Beispiel, anstatt immer wieder zu schreiben, der Autor ist der Meinung, dass, könnte man zum Beispiel sagen, ja, der Autor plädiert für. Das ist einfach eine abwechslungsreiche Formulierung, die aber eigentlich inhaltlich dasselbe meint. Kommen wir auch nun zu Tipp Nummer 2, und zwar verwende einfache und kurze Sätze. Wir Deutsche sind ja wirklich die Experten dafür, wenn es darum geht, lange verschachtelte Sätze zu bilden. Das hört sich natürlich auf den ersten Blick auch super intelligent an, der Leserin bzw. dem Leser tut man damit aber nichts Gutes, denn es wird für den Gegenüber viel schwieriger, den Text nachzuvollziehen und auch den Text einfach, ja, zu lesen. Und dementsprechend bietet es sich an, kürzere Sätze zu verwenden. Das heißt, nicht so viele lange Nebensätze, sondern einfache, kurze Sätze. Das macht es für die Leserin bzw. den Leser viel leichter, dem Lesefluss zu folgen und insgesamt den Text zu verstehen. Eng verbunden damit ist auch Tipp Nummer 3, und zwar schreibe verständlich. Hierunter verbirgt sich auch ein Trugschluss. Oft denken wir nämlich, wir müssen sehr kompliziert schreiben, um uns wissenschaftlich korrekt auszudrücken. Dem ist aber nicht der Fall. Viel wichtiger ist es wirklich, unseren Text nachvollziehbar aufzubauen, damit sogar fachfremde Leserinnen und Leser den Text verstehen können. Wie kriegt man das nun hin? Am besten ist es, dass man dort zum Beispiel Eltern oder Geschwister über den Text drüber lesen lässt, also Korrektur lesen lässt, und die Person darum bittet, wirklich alles zu markieren, was nicht verständlich ist. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr seid häufig viel zu sehr in der Materie drin, sodass ihr auch mal ehrliches Feedback von außen braucht, um eben zu schauen, ob der Text wirklich verständlich ist. Und hierzu nochmal eine Faustregel. Die Faustregel ist nämlich in Bezug auf wissenschaftliche Texte, kein Satz soll das doppelte Lesen erforderlich machen. Also jeder Satz sollte beim ersten Lesen eigentlich direkt verständlich sein. Versucht euch wirklich diese Faustregel mal vor Augen zu halten und euch beim Schreiben daran zu halten, und ihr werdet merken, ihr werdet viel bessere Texte schreiben. In dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal über das Thema Fachwörter sprechen. Natürlich solltest du Fachwörter in deinem Text verwenden. Sie verleihen deinem Text natürlich eine gewisse Substanz. Allerdings bringt es auch nichts, diese einfach nur in den Raum zu werfen, mit allem Willen und mit aller Kraft Fachwörter zu verwenden. Sie sollten lediglich dazu dienen, die inhaltlichen Aussagen zu unterstützen. Es bringt ja also nichts, künstlich Fach zu simpeln und wirklich einfach nur Fachwörter aneinander zu reihen. Ihr solltet wirklich damit sparsam umgehen und nur darauf achten, dass der Inhalt damit gestützt wird. Und nun zu Tipp Nummer 4, und zwar vermeide Stilbrüche. Deine Ausarbeitung sollte im besten Fall einem einheitlichen Stil folgen. Das trifft natürlich auf sehr simple Dinge wie jetzt den Zitierstil oder auch die Art, wie man Abbildungen und Tabellen darstellt, zu. Aber auch viele andere Punkte sind davon getroffen, also beispielsweise die Sprache, die wir in dem Text verwenden.
Als kurzes Beispiel dazu, bei uns im Studium mussten wir bis auf die Abschlussarbeiten eigentlich alle Seminararbeiten oder Hausarbeiten in einer Gruppe anfertigen. Und glaubt mir, es ist wirklich nicht schön, mit 10 Personen an einem Dokument zu schreiben. Man hat nämlich dann im Prinzip als Außenstehender sofort gemerkt, dass das Dokument keinen einheitlichen Stil hatte. Und das ist natürlich nicht schön zu lesen. Das heißt, versucht euch bei Gruppenarbeiten sowieso daran zu halten, einen einheitlichen Stil beizubehalten. Im besten Fall eine Person dazu zu bestimmen, die sich wirklich nur mit der Ausformulierung der Inhalte beschäftigt. Und auch für Artikel oder Hausarbeiten, die ihr jetzt alleine schreibt, ist es auf jeden Fall auch wichtig, dass ihr versucht, insgesamt bei allem einen einheitlichen Stil oder ein einheitliches Vorgehen beizubehalten. Kommen wir nun zu Tipp Nummer 5, und zwar sei sparsam mit Anglizismen. Anglizismen bringen auch die Gefahr mit, dass sie den Lesefluss insgesamt stören können. Denn man kann sich eben nicht sicher sein, ob der Gegenüber, also der Lesende, wirklich jetzt jeden einzelnen Begriff kennt und auf Anhieb versteht. Das heißt, man möchte eigentlich nicht, dass derjenige extra googeln und sich Informationen raussuchen muss. Am besten sollte man also Anglizismen nur dann verwenden, wenn wirklich kein deutscher Begriff dafür zur Verfügung steht, beziehungsweise wenn es sich eben um Fachbegriffe oder Schlagwörter handelt, diese einfach mal zu definieren bzw. zu erläutern. Manchmal kommt man tatsächlich wirklich nicht drum herum. Als Beispiel, ich schreibe aktuell meine Masterarbeit zum Thema Game-Based Learning oder im Bereich Game-Based Learning. Und natürlich könnte ich hier die deutsche Übersetzung spielbasiertes Lernen verwenden. Game-Based Learning ist doch eigentlich dann eher ein Fachbegriff bzw. ein Schlagwort, das allgemein im Forschungsbereich bekannt ist. Dann ist es allerdings auch wichtig, dass ich den Begriff entsprechend erläutere, um ein einheitliches Verständnis sicherzustellen. Genau, das waren nun meine 5 Tipps, die dir helfen werden, um einen besseren wissenschaftlichen Schreibstil zu entwickeln. Ich hoffe sehr, dass ich dir oder euch weiterhelfen konnte, wenn ihr jetzt beispielsweise gerade im Studium eine wissenschaftliche Ausarbeitung schreibt. Ich weiß, es ist für den Anfang auch alles nicht einfach und man muss da ein bisschen reinkommen. Damit hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. An dieser Stelle möchte ich euch als letztes nur noch mal einen Lesetipp mitgeben, also ein Buch empfehlen, und zwar dieses Buch hier, Wissenschaftlich Schreiben leicht gemacht für Bachelor, Master und Dissertation von Martin Kornmeier, ein wirklich sehr gutes Buch. Also hier stehen sehr viele nützliche Infos drin zum wissenschaftlichen Schreiben. Auch einfach ein super Nachschlagewerk, wenn man mal nach einem bestimmten Thema sucht. Kann ich euch also nur wärmstens empfehlen. Ich habe es beim wissenschaftlichen Schreiben einfach häufig benutzt. Den Link dazu haben wir euch unten in der Videobeschreibung bereitgestellt. Als kurze Info dazu, das ist ein Affiliate-Link. Das heißt, wenn ihr den Link unten benutzt, würdet ihr uns auch ein wenig bei unserer Arbeit unterstützen. Damit nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt uns gerne auf Instagram oder in den Kommentaren, wenn ihr noch Fragen habt. Wie gesagt, gerne machen wir auch nochmal einen zweiten Teil hierzu. Und in dem Sinne dann bis zum nächsten Mal bei LearnHack.